Ja, aber wo kommst du wirklich her? Aus Wien. Zwischen Verlängerten und Euder, Euder. Zwischen küsst die Hand und in der Gratfassel gehörst, damit du weißt, was sauer ist. Zwischen Gürtel und Ring und Häupel, dem letzten Kaiser Wiens, bin ich aufgewachsen. Zwischen bunt und bunter, ein echter Wiener geht nicht unter. Zwei. In einer Bar. Oder vielleicht doch eher einem Beisel, wo nie Ruhe war, wo man sich im seichten Gespräch kleidet, stehen wir beide mit Smalltalk-Fragen im Repertoire. Wie heißt du? Was machst du? Du magst Hip-Hop? Was geht ab? Wir kennen uns nicht, aber wir wollen das ändern. Diskutieren über Studiengebühren und über übermäßiges Gendern. Wir sind Student und Studentin, Biertrinker und Biertrinkerin, Kneipenrevolutionär und Kneipenrevolutionärin, Gesprächsbereiter und Gesprächsbereiter in diesem abendlichen Austausch an Infos und vielleicht mehr. Und dann fragst du, wo kommst du her? Aus Wien, sage ich, du blickst wie ein Ungläubiger. Ja, ja, aber wo kommst du wirklich her? Ich komme aus dem Bauch einer Frau, die viel auf Reisen war. Ich komme vielleicht auch aus einem Haus, in dem es immer internationale Speisen gab. Ich komme aus Wien, was dir nicht viel zu verheißen mag. Ich komme aus Wien, was ich mir mit meinem deutschen Akzent zu sagen eigentlich nicht leisten darf. Du denkst, ich habe dich nicht verstanden. Du möchtest eine andere Information. Du möchtest Grenzen ziehen, in einem Land landen. Du möchtest den Namen einer Nation. Das ist mir schon klar. Aber zu beantworten ist das schwer. Also fragst du, ja, okay, aber wo kommen deine Eltern her? Gut. Das ist von Wien schon etwas weiter entfernt. Aber wie gern würde ich sagen, ich habe Wienerisch zwar nicht gelernt, aber kann drei Melange tragen und dabei unfreundlich sein. Aber das reicht dir nicht als Antwort, also sage ich dir ein, Tunesien und Deutschland. Wie ein Mantra, das ich schon so oft wiederholte. Tunesien und Deutschland, Tunesien und Deutschland, obwohl ich dort niemals wohnte. Und mir war klar, was als nächstes kam, weil ich schon so oft erlebt habe. Ja, ja, in Deutschland war ich schon einmal und in Tunesien auch einmal im Urlaub. Und dann klar die Frage, ob ich dort schon mal gelebt habe. Nein, hab ich nicht. Aber zu diesen Ländern habe ich meine eigene Geschichte, also verbindet uns das nicht. Aber lass mich das noch etwas belichten. Wie in einer Momentaufnahme aus einem Fotoapparat ist mir Jasmin, Anatun Seye, Gelimni Belarbi, du warst dort im Urlaub und das soll mir auch recht sein. Aber weder bei meiner Familie noch unter tunesischem Gesetz. Nein, du kennst das Land anders als ich. Du hast deine und ich habe meine Geschichte. Aber deswegen hast du doch gefragt. Genau das wolltest du doch wissen. Diesen einen Kontinent, diesen einen Staat auf deine Gedächtnislandkarte kritzeln und in Deutschland, da waren wir alle schon mal. Das ist nicht interessant. Man fragt nur nach der Herkunft, gibt es in der Antwort die Möglichkeit auf ein exotisches Land. Die Originalität deiner Frage habe ich dir aberkannt und du? Du hast dich enttäuscht abgewandt. Drei. Eine Herkunft verlangt immer nach einer Erklärung. Kläre Vererbung und verlange, dass jemand zu dir herkommt. Wer kommt von wo? Herkunft oder doch zieh los, ich zieh los und komm her, aber doch niemals an, weil Heimat etwas ist, von dem ich nur in Bewegung sprechen kann. Und versteht mich nicht falsch, Herkunft ist ein wichtiger Part, aber Zukunft auch, also nicht nur das, was war. Wenn ich zu jemandem gehe, komme ich von jemandem her, aber alles in Bewegung, alles in Verkehr. Und wo kommst du her? Und schon hat man sich wieder verrannt. Wieder Mantra. Tunesien und Deutschland, Tunesien und Deutschland, Tunesien und Deutschland. Ich komme aus Wien und habe mein ganzes Leben hier verbracht. Rede Bundesdeutsch, weil ich es von meiner Mutter nicht anders gelernt habe. Weiß, wie man Couscous richtig kocht und kriege nie einen Sonnenbrand. Ich komme aus Wien, straight out der Josefstadt. Und nur wegen einer Aussprache oder einem Aussehen erkennt man noch keine Herkunft. Denn es gibt einen Unterschied zwischen dem, wo man herkommt und Vererbung. Und dieser Unterschied führt oftmals zu einer unnötigen Bewertung. Und was folgt, ist eine unendlich lange Erklärung. Ja, weißt du, meine Mutter ist in Deutschland geboren und war dann ganz viel unterwegs und hat dann in Belgien. Ja, weißt du, mein Vater ist ja eigentlich in Tunesien geboren und hat dann Mitte 20 meine Mutter. Ja, weißt du, ich habe viele Heimaten und leg mich nicht gern fest. Mag keine Eingrenzung, denn das schafft Ausgrenzung und sowas verletzt. Ich komme aus Wien und bin gern viel unterwegs, von A nach B und durchs ganze Alphabet. Ich komme von wo er und gehe wohin. Und das, was dazwischen liegt, sagt euch, dass ich Wienerin bin. Chwala.